Hi ho und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist auch Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Und zwar der letzte Mittwoch im Mai. Und das ist statt Mittwoch der 27. So, damit hätten wir das auch geklärt. Ja, heute ist Mittwoch der 27. Und ich habe mal wieder ein Thema für euch. Heute ist wieder Themenzeit. Nämlich folgendes Thema. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich eben, ob das was ist, wo ich drüber reden kann oder ob es eher nichts ist. Aber ich werde euch jetzt was erzählen. Also bei uns zu Hause gibt es gerade unschöne Szenen, sehr unschöne Szenen zwischen meiner Mom und meinem Häschen. Und daran bin ich ehrlich gesagt schuld. Also ich gebe meine Schuld zu. Ich bin daran verantwortlich und es tut mir unendlich leid. Ich habe von Corona-Beginn an immer Sorge gehabt, dass sich Karnickel oder so auch damit anstecken können und habe mir dann immer Sorgen um Leo gemacht und hatte auch Angst um ihn und ich wusste auch gar nicht, wie, wo ein und auch nicht aus und habe eben immer überlegt, was mache ich. Und es gab da auch noch nichts, was man groß sagen konnte und ja. Und dann war ich im Internet auf einer Seite und da habe ich dann einen Kommentar gelesen von einem und der hat geschrieben, ja, sein Karnickel sei daran gestorben. Und dann dachte ich so, oh Mist. Dann habe ich mir gedacht, okay, liest noch weitere Kommentare und dann waren da 35 noch weitere drunter, in denen stand auch ein, dass es genau das passiert ist und ja. Und dann hat meine Mutter Besuch gehabt, auch in letzter Zeit ein bisschen öfter. Also meine Schwester, mein Bruder war da und auch Bekannte. Und da habe ich mir dann gedacht, oh, hoffentlich holt sie sich da nichts. Und ja, und dann habe ich zu meinem Hasen gesagt, er soll bitte von meiner Mutter ein paar Schritte fernbleiben, damit er sich nicht ansteckt. Ich habe nämlich Angst um ihn. Und ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, dass es mir lieber wäre, wenn sie von ihm etwas fernbleibt. Und das habe ich per Telefon gesagt. Meine Mutter war auch ganz aufgelöst und hat sogar überlegt, ob sie 4 Wochen sich vom Leo fernhält, einfach nur um ihn zu schützen. Und ich habe überlegt, ob sie 2 Wochen hätten mir gereicht. Ja, und dann habe ich nochmal im Internet nachgelesen und habe dann durch Zufall eben die Gegeninfos gefunden. Nämlich zum einen, dass es... dass Hasen, Hamster, Pferde Corona gar nicht bekommen können. Also sie können sich da nicht damit anstecken. Damit habe ich es übrigens auch auf Video für alle, die das sehen und die sich diese Frage gestellt haben. Die sind eure Karnickel und eure Hamster und eure Pferde sind sicher. Und Hunde auch. Ja, und dann war es so, dass eben, ja, ich meinem Hasen das sehr eindrücklich gesagt habe, er soll sich da bitte fernhalten. Und er wollte es eigentlich gar nicht. Und ich habe richtig gemerkt, dass er da eigentlich gar keine Lust drauf hat. Und da habe ich zu ihm auch so Sachen gesagt wie, ich weiß, dass es schwer ist, aber Mütter müssen manchmal schwere Entscheidungen treffen für das Wohl ihres Kindes. Und als ich dann die Gegeninfos hatte, also ich habe an dem Abend auch den Leo gemistet und habe den dann auch ohne meine Mutter rennen lassen. Und als ich dann die Gegeninfos hatte, ist meine Mutter dann auch da gewesen. Also ich habe sie war dann oben und dann habe ich irgendwann die Gegeninfos auch gefunden. Und dann sind wir beide erstmal erleichtert gewesen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich mir echt, weil mir Steine von der Schulter geflogen sind. Nur schon von der Internetrecherche. Dann habe ich Leo rennen lassen und dann hat er meine Mutter ignoriert. Also normalerweise geht Leo immer zu meiner Mutter hin, schnuppert an ihr, knufft sie, macht und ist wirklich aktiv auch bei ihr. Aber an dem Tag wollte er partout nicht in ihre Nähe. Das hat mir dann so leid getan. Und als ich ihn dann in den Stall gebracht habe, haben wir eigentlich das Ritual, dass ich ihn auf den Arm nehme und dann sage ich Gute Nacht, Oma, stellvertretend für klein Leochen. Und dann sagt sie ihm Gute Nacht, Leo. Und er guckt sie dabei immer an. Und zurzeit guckt er sie nicht an. Ja, also es wird schon besser jetzt nach ein paar Tagen. Also man merkt schon Unterschied. Gestern hat er sie liebevoller geknufft. Oh, der Tiefpunkt war am Sonntag. Da haben wir die Küche aufgemacht und er ist zu meiner Mutter gerannt, auch wirklich. Und ich dachte so, oh ja, Fortschritt, Fortschritt, er geht zu mir. Und dann hat er sie aggro geknufft. Ich habe gedacht, oh. So richtig so dieses, weg da.
aber inzwischen sind wir jetzt wieder an einem Status, wo es sich aufwärts bewegt und wo es auch wieder besser wird. Aber was ich eben sagen wollte und was ich aus der Situation gelernt habe, ist, ich darf nicht immer sofort Angst kriegen, sondern ich sollte gucken, ob ich Infos von Leuten bekomme, die wirklich verifiziert sind und nicht nur irgendwelche Leute, die es im Internet schreiben, wo man dann am Ende nicht weiß, was ist, weil ja, es kann sein, dass die Karnickelchen wirklich welche gestorben sind, aber dann war es wahrscheinlich an der Grippe, weil Viren, weil virale Infektionen können bei Hasen auch Problematiken auslösen und Hasenschnupfen. Also schon mal was ganz anderes, als ob sie jetzt an Corona gestorben sind. Meine Mutter hatte auch die Theorie, vielleicht sind sie, weil der Besitzer krank war, haben sie, dass sie deswegen sich an, dass sie deswegen schlechter gepflegt wurden und daran dann gestorben sind. Aber auf jeden Fall. Das nächste Mal, wenn sowas ist, werde ich erst wichtige Recherche betreiben und nicht in Angst auf mich auflösen. Und dann die Freundin von meinem Bruder, die ist auch Virologin und die hat mir dann auch nochmal bestätigt, also Hasen sind nach Stand jetzt nicht betroffener. Also soweit man sagen kann, sind Tiere an sich nicht betroffen, zum größten Teil. Katzen Außer können. Fledermäuse, Schuppentiere. Ja, außer Fledermäusen, Schuppentiere und Katzen können sie auch haben. Aber Katze bei kann denen man. macht es ja nichts, sondern sie können nur den Virus in sich rumtragen. Das ist ein großer Unterschied, ob man ein Virus trägt oder ob man dran leidet. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch die Geschichte erzählen, weil es mich zurzeit belastet und das hier ist ja meine Therapie sozusagen. Also, ja. Aber es läuft wirklich schon langsam besser und Leo geht auch wieder zu meiner Mutter hin. Er guckt sie zwar immer noch nicht wirklich an. Der guckt sie nicht mal mit dem Arsch an, wenn er mich fragt. Aber es wird schon besser. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass die beiden ihre Beziehung, die ich gerade sehr gestört habe, wieder zusammengeflickt bekommen. Medien beeinflusst, zerrüttet. Ja, Medien beeinflusst, zerrüttet vom Kind mit der Panik. Das ist gut. Niemand ist gefeit vor Fehlern, okay? Na gut, das war alles, was ich Genau. euch heute erzählen wollte. Und ja, heute mal wieder ein Video zum Thema Häschen. Und was mich so fasziniert hat, ich hatte echt, ich habe schon Hasen gehabt, die konnten schmollen. Aber so lang wie Leo hat noch nicht ein einziger vor ihm geschmollt. Also er ist jetzt echt der König der Schmoller bei uns. Ne? Nee. Eingestellt. Ja, klar. Doch, warte, der Chip, der hat noch länger geschmollt. Der hat ein halbes Jahr mit dir geschmollt, weißt du noch? Nachdem wir ihn kastrieren lassen haben, hat er ein halbes Jahr mit Mutter nicht mal mehr angeguckt. Das war. Und es liegt die Frechheit dran. Also, es ist jetzt ein totaler Familieninterner, aber der Chip hat meine Mutter berammelt, weil er damals alles angesprungen hat. Meine Hand, ihre Hand, alles. Und dann guckt er sie nicht mal mehr an. Also, das war wirklich nicht charmant. Und er hat ja auch keine Blumen gebracht und auch kein. Es gab nicht mal ein Frühstück. Also, ich war ihm ja bewusst. Naja, das war alles, was ich euch heute erzählen wollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon auf irgendwelche blöden Corona-Nachrichten reingefallen seid oder was auch immer euch einfällt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich würde euch meine andere Hand auch geben, aber ich habe da so was Kleines, Schwarzes, das mir gerade aus der Hand frisst. Also dann, bis bald. Tschüss.